Ja, meine Damen und Herren, ich bin Praktiker und Theoretiker und das hat bestimmte Herausforderungen im Leben, weil man natürlich von der einen und zur anderen Seite eine gewisse Distanz ausüben muss. Nur Praktiker zu sein, das sind die Zwänge des Alltags und die Mühen der Ebenen. Deswegen akzeptiere ich in meiner Beratung sonst wie sehr wohl diese Menschen, die sich dem jeden Tag stellen müssen, anstatt Leute wie ich, die ab und zu die Distanz haben, darüber nachzudenken und kluge Vorschläge zu machen, was man dann leichter machen kann, als wenn man wirklich täglich in dieser Arbeit steckt. Das mache ich heute. Ich hoffe, dass Sie mehr oder weniger klug sind. Wobei ich so ein Bürgerhaus sowieso als so etwas wie eine Schnittstelle von innen und außen für die Stadt sehe. Ich bin jetzt von außen. Wie vieles andere übrigens auch, was sie von außen steuert und was sie im Gegensatz zu mir nicht beeinflussen können. Mich können sie einladen, ausladen, gut finden, schlecht finden. Wenn die Salzach ansteigt, dann fragt sie sich nicht danach, ob sie das gut finden. Ich will damit anfangen, sowas wie, und das kommt natürlich auch aus meinem Großstadtleben, ich bin im Prinzip eher ein Großstadtmensch, muss man sagen, einen Eindruck zu schildern, den ich sehr wichtig für mich fand. Den ersten Blick von der österreichischen Seite auf ihre Burg. Wobei das gar nicht in Wirklichkeit, wenn man es genau nimmt, ihre Burg ist. Diese Burg steht da immer schon und daran zu sagen, an dieser Burg hatten sie die letzten vielen hundert Jahre viel weniger als die, die auf der Burg saßen. Wie auch immer, ich habe davor gestanden und Sie werden es verrückt finden, aber ich habe eine Skyline gesehen. Ich habe mich gesehen in Brooklyn, wie ich auf die Skyline von New York City geguckt habe. Und jetzt sagen Sie, mein Gott, das kann man nicht vergleichen. Doch, wenn man die Proportion zusammennimmt und über das Wasser auf sowas schaut, dann nennt man das Bildmacht. Das ist bildmächtig. Das heißt, Sophie, es beeindruckt Sie. Sie stehen da, Sie bleiben stehen, Sie fahren nicht einfach weiter. Klar, wenn Sie mit dem Auto jeden Tag da vorbeifahren, nehmen Sie dieses Bild nicht mehr wahr. Wenn Sie hier hinkommen, dann beeindruckt Sie dieses Bild enorm, weil es obendrein ermöglicht, den Blick andersherum, wenn man da oben ist, auf diese Stadt zu machen. Und diese Wechselbeziehung dieser Burg mit dieser Stadt, die erstmal wahrnehmungsmäßig da ist, ist eine Bildmacht, die erhebliche Wirkung hat und die im Übrigen auch Basis ihres Tourismus ist. Man muss es mal ganz klar so sagen, ich bin jetzt hier, ich finde die Neustadt städtebaulich in allem und Ganzen, meine ich sogar mehr als akzeptabel. Sie haben hier Dinge gemacht, Stadt gebaut, wo man sagen muss, das ist eben nicht die langweilige Öde jeder Vorstadt, aber am Ende, wenn man es vergleicht von der Bildmächtigkeit dieser Burg und dann hier ist, oder vorher in der Altstadt war, dann ist es ganz klar, wer da der Mächtigere ist. Die Frage ist jetzt, was hinter dem Bild an Macht wirklich steckt in einer Stadt? Welche Macht eine Stadt überhaupt über sich selbst hat und die Bürger über sich selbst haben? Das ist für mich in meiner ganzen jahrzehntelangen Tätigkeit mittlerweile die zentrale Frage geworden. Welche Gestaltungsfähigkeit haben Sie überhaupt in Wirklichkeit, wenn man die ganze Sache sich mal von außen genauer anschaut? Und da muss man einfach feststellen, in der Gesamtsituation, da muss man auch weiter schauen. Wir haben eine Entwicklung auf dieser Welt, in der sich Macht und Raum immer neu und immer, wie soll ich sagen, auf wenigere Punkte konzentriert. Es gibt Städte auf dieser Erde, die sehr wohl den Rest der aller anderen Städte, ob groß oder klein, auf ihre Art beeinflussen, ja sogar beherrschen. Sie sind mächtiger zum Teil als ganze Länder, wie die Stadt New York zum Beispiel, die es nie interessiert hat, ob sie Hauptstadt wird des Staates New York. Die hat nur interessiert, diese Macht, die sie hatte, mit all den Leuten und Mächten, die sie auf sich versammeln konnte, an Kapital, an Denken, an Intellekt, an allem bei sich zu halten, um diese Stärke zu bewahren. Auch in Krisen geraten, wie viele andere Städte, aber immer wieder da rausgekommen und auch vorbildlich. Und wenn man sich die Geschichte jetzt ihrer eigenen Stadt anschaut, dann war das auch immer ein Kampf darum, in gewisser Weise die Macht, die die Stadt einmal hatte, zu behalten. Sie hat sie dann verloren für 300 Jahre. Wenn man ihn einfach mal ganz kurz
den Salzhandel eingeschränkt hat. Das haben nicht die Bürger bestimmt, sondern das kam daher, dass die Burg selber, wie heute die Türme von Manhattan, Teile eines gewaltigen hierarchischen Machtsystems ist, was dauernd umkämpft ist und was nicht danach fragt, wer auf die Skyline gerade guckt. Ob Sie hier oder ich hier oder wo auch immer. Dahinter steht ein System, das am Ende bedeutet, wer teilt sich die Macht immer neu auf? Das haben früher Herzöge gemacht und dann waren sie ein Spielball dessen, was da lief. Sie haben hier eine Grenze. Eine Grenze wird verschoben. Wenn Sie an einer Grenze wären, müssen Sie einfach damit rechnen, dass es ein System gibt, wo Sie nicht über die Grenze entscheiden, sondern andere. Aber Sie haben unmittelbar damit zu tun, dass die Grenze, an der Sie wohnen, verschoben wird. Es ist also sehr wohl, ich will es da kurzer fassen, als Rahmen für die Diskussion oder auch für mein Denken, ein Kampf groß gegen klein, der sich verschärft hat und zunimmt. Es ist sehr wohl auch ein Kampf von David und Goliath. Mittlere Städte, kleinere Städte, die sehr wohl über Qualitäten verfügen, sind in dieser Auseinandersetzung und permanent und das immer, immer mehr. Was hat eine kleine Stadt, ich nenne sie mal so, relativ kleine Stadt? Nicht, dass Sie das irgendwie falsch verstehen. Diese Burg ist was, was andere verdammt nochmal nicht haben. So klein ist die Stadt eben nicht. Aber sie ist relativ klein in diesem Machtsystem der Städte. Was haben Sie für eine Chance? Was haben die Kleinen für eine Chance? Sie wollen nicht Terroristen werden, also irgendwie sonst auf die Straße gehen. Sie haben die einzige Chance. Gemeinsinn und Ihre Intelligenz als Gemeinschaft. Das ist Ihre Chance. Und die Konzentration auf den Kräften, die die Stadt selber hat, auf die Sie Einfluss haben. Und Sie sollten sich darüber klar sein, in einer Mittellage, also zwischen, ne, man ist nicht ganz unten, man ist nicht ganz oben, dass so eine Mittellage auch Vorteile hat. Man spricht heute gerne über Boomtowns, also über diese Städte, wo alle hinwollen. Das ist alles jetzt klar in Deutschland, Welt, auf wie auch immer. Da müssen alle hin, die haben die Macht, die haben die Intelligenz, wie auch immer. Aber es sind Boomtowns, die unter erheblichem Druck stehen und genau das ist hier insgesamt eher weniger. Das hat Vorteile. Das hat Vorteile, die man nutzen kann. Okay, ich stelle mir jetzt die Frage mit Ihnen gemeinsam erstmal auch so, wie kriegt man denn das in einer, und ich sage es jetzt so provozierend, in einer viergeteilten Stadt denn so hin mit dieser Gemeinschaft? Vier Teile habe ich hier entdeckt. Die Burg ist ein Extrateil. Und Wacker, das Ganze, was da steht, und das Chemie ist ein Extrateil dieser Stadt. Die Neustadt ist sehr wohl, hat eine ganz eigene Logik, wie die Altstadt eine ganz eigene Logik hat. Also wir haben hier vier Bereiche, die sehr wohl zusammenarbeiten müssen. Da ist eine ganz klare Grenze. Und es gibt sogar auch etwas, was sie verbindet. Das ist sehr wohl die Burg, die allerdings dieser Stadt gar nicht gehört. Das ist schon verrückt, dass man eine Burg, die den Namen einem gegeben hat und die eigentlich für alle schon eine verbindliche historische Größe ist, dass die ihnen genauso wenig gehört wie Wacker. Gut. Wenn man also denkt, man muss das irgendwie zusammenkriegen, dann muss man sich Wege, sowohl städtebauliche, soziale, politische, entwickeln, um das hinzukriegen. Und da bin ich jetzt bei einem Grundthema vieler Städte, nämlich Außen- und Innensteuerung. Also, ich gehe später nochmal darauf ein, wie diese Integration besser gelingen kann, wobei sie da insgesamt ziemlich gut vorne liegen, das kann ich Ihnen gleich vorweg sagen. Was haben wir, was so von außen diese Stadt in einer Weise beeinflusst, dass sie von Ihnen erzwingt, zusammenzuhalten? Ja, sie liegen an einem Fluss, da habe ich eben drüber gesprochen, und die Salzach ist in einem Netz von Flüssen. Und da sind sie nun mal dran. Seit unendlich vielen Jahren, das macht ihre Qualität aus, dass sie daran liegen. Dadurch ist diese Schlucht da, das Landschaftsbild, alles. Aber es ist zugleich ein Fluss, der selber eine eigene Logik hat und ein Hochwasser, auf das sie immer wieder neu reagieren müssen. Und das könnte in Zukunft, wie die anderen Gebiete gezeigt haben, noch dramatischer werden. Muss man einfach klar so sehen. Ihr Grundwasserproblem haben Sie, glaube ich, vor
einiger Zeit gelöst, die Nitratproblematik, indem sie sich ganz eben mal über die Grenze gewandt haben, übrigens in den Teil Österreichs, der schon mal zu dieser Stadt gehört hat, und dann gesagt, okay, das lösen wir dadurch, dass wir uns da das Grundwasser holen, weniger Nitrat belastet, aber die Wahrheit ist, sie müssen irgendwie auch mit dem Nitrat, was sonst da ist, umgehen. Also wenn sie sich irgendwas auf Dauer nicht überlegen, können sie nicht immer nur sagen, also holen wir uns woanders her. Ja, sie haben sehr wohl auch eine Grenze, die Migration bedeutet. Allerdings muss ich jetzt sagen, alles, was ich hier weiß, ist, dass ein Maßstab und eine Dosierung, wo sie damit umgehen können, wo sie sogar vorbildlich damit umgehen, wenn ich das richtig sehe. Aber der Fakt ist, dass Bayern an Österreich grenzt und Österreich an Italien und dahinter ist das Mittelmeer. Also wenn man die groben globalen Richtungen sieht, ist das ganz anders, als wenn man in Norddeutschland ist oder sonst wo. Und dass die Norddeutschen sich hier hinstellen und ihnen zeigen, dass sie also nicht, also wie kann man, und mit der Obergrenze will ich jetzt nicht vertiefen, das Thema, aber es ist unfair. Wenn die an der Grenze wohnen würden, müssten sie eine ganz andere Logik haben, das heißt, sie müssen sich auch gegen solche Leute sehr wohl gemeinschaftlich verteidigen. Ja, sie leben an einer Fernstraße, weil es die Grenze ist, sie haben Durchgangskoffer. Das haben sie städtebaulich einigermaßen gelöst, aber da nun mal die Altstadt und das Tal so schmal ist, kommen sie aus dem Problem, dass es eng ist, einfach nicht heraus. Da können Sie sich auf den Kopf stellen. Sie werden auch da nie ein tolles Fahrradwegesystem haben, die Straßen sind zu schmal und Sie haben schon den Weg gewählt mit der Einbahnstraße, haben sich dadurch eine Fußgängerzone gebastelt, sage ich mal ganz vorsichtig, eine schöne eigentlich, aber die nicht funktioniert. In den Grüben, dass ich das nicht falsch sage. So, aber sie haben versucht, durch Anpassung irgendwie das Problem zu lösen und immerhin haben sie eins gemacht, sie haben ihre Altstadt dabei erhalten. Andere Städte haben wegen des Hochwassers und weil die Straßen breiter werden, einfach mal ihre Altstadt abgerissen. Das war eine kluge Entscheidung, die sie selber jetzt noch nicht beeinflusst haben, aber die damals schon Leute hatten, die sich gefragt haben, was müssen wir bewahren, egal was es komme, was es kostet, was müssen wir bewahren und die Probleme tragen und was müssen wir wirklich verändern. So, und dann haben Sie noch was. Sie wohnen an der Firma Wacker. Jetzt kann man sagen, das können Sie nicht so sagen, Herr Voss. Die wohnen bei uns. Nein, das sehen die da aber ganz anders. Fangen Sie mit dem Flugzeug drüber, dann werden Sie auch sehen, wie die Flächenverhältnisse sind. Das müssen die auch anders sehen, weil sie am Weltmarkt sind und Sie gleich mit. Alle, die hier sitzen, das machen Sie sich nicht dauernd gegenwärtig, ist auch nicht gut so, würde ich Ihnen nicht empfehlen. Das ist deren Job, bei Wacker im Vorstand und sonst wie das zu klären, auch für Sie gleich mit, weil Sie liefern die Arbeitskräfte, die Infrastruktur und so weiter. Aber Sie sind unmittelbar durch diese Firma weltmarktabhängig. So, Sie haben jetzt, Sie haben zwei grundsätzliche Möglichkeiten, mit all diesen Dingen umzugehen. Das eine ist, Sie haben eigentlich drei, Apathie. Es gibt Bereiche in Europa, in denen die Bevölkerung, weil diese Außeneinflüsse so stark waren, apathisch geworden ist. Ganze Industrien brechen weg. Die Möglichkeit, auch nur irgendwie da rauszukommen, würde über eine große Verschuldung gehen. Das funktioniert auch nicht. Es gibt Gegenden, die apathisch geworden sind und sich dieser Globalismus Die kommen nicht mit und die wählen dann auch anders irgendwann. Haben wir jetzt alles vor uns. Es gibt Bereiche, in denen Anpassung, die Strategie der Anpassung. Also wir können die Weltmacht nicht übernehmen, aber wir werden uns klug und rechtzeitig anpassen. Haben Sie beim Hochwasserschutz gewarnt, haben Sie, wie ich gerade erklärt habe, bei der Verkehrsregelung insgesamt getan, haben Sie bei den Flüchtlingen getan, die Anpassung. Aber Sie sind, und das muss ich Ihnen jetzt wirklich als Kompliment machen, und alle, die das mit bewerkstelligt haben. Sie haben auch versucht, aus ihrer Position heraus zu gestalten. Sowas wie eine Gestaltungsmacht, sich zurückzuerobern. Ich will Ihnen das am Beispiel der Wacker Chemie, die ja im Übrigen auch in einem Chemiedreieck ist, nochmal darstellen. Sehen Sie, die sehen das so, dass sie ein Anhänger von Wacker sind und sie haben den Spieß umgedreht und haben gesagt, nein, wir machen euch auch zu einem Anhängsel von uns, weil wir sorgen dafür, dass eure Infrastruktur passgenau ist, Cargo, Terminal, sehr kluge Reaktion, den Spieß umzudrehen, strategisch, statt entwicklungspolitisch umzudrehen und zugleich
noch einen Schritt weiter zu gehen. Was für die Chemie weltweit der Fall ist, ist A, es wird sie weitergeben. Es sieht nicht so aus, dass dieser Wirtschaftszweig irgendwie völlig einbricht, wie beim Bergbau oder sonst wie. Er hat also Zukunft und von daher sind sie mit einer zukunftsfähigen Industrie verbunden. Aber sie braucht erhebliche Infrastrukturen, passgenau, und sie braucht vor allen Dingen immer neue Arbeitskräfte, und zwar entsprechend ihrer Weltmarktorientierung, immer nah an dem, was sie als Probleme haben und was sie lösen müssen. Das heißt, eine Hochschule, die sich unmittelbar damit verknüpft, hat den riesigen Vorteil, dass sie Arbeitskräfte, junge Menschen liefern kann, die sehr genau dahin passen und damit Einarbeitungszeiten verkürzen. Das ist ein großer, großer Vorteil. Das heißt, sie haben es geschafft, die Firma Wacker auch, ja, jenseits des ganz viele Mitarbeiter hier leben, ja, und natürlich als Mitarbeiter, als Konsumenten und so weiter, die Kaufkraft bieten und so weiter und auch viel Steuern bezahlen. Und die Firma hat natürlich auch Steuern bezahlt. Haben sie es geschafft, in der Weltmarktsituation ihre Position als Stadt als Ganze zu verbessern? Haben andere nicht so hingekriegt. Und jetzt geht es weiter. Sie haben mit dem, was Sie jetzt Wissenschaftsstadt nennen, das ist natürlich ein bisschen gemogelt, muss ich zugeben, genau wie die längste Burg der Welt. Es ist die längste Burganlage der Welt, wissen wir. Aber das ist Marketing, da trickst man ein bisschen, das haben Sie auch gut gemacht. Ist halt die längste Burg, ist auch knackiger zu formulieren. Und Wissenschaftsstadt könnte das ja auch noch werden, wenn das jetzt weiterläuft. Und genau da haben Sie was gemacht, was man ein Konzept der Wachstumspole regionalökonomisch nennt. Also Sie haben einen Wachstumspol, das ist Wacker. Und der ist exportorientiert und damit natürlich eine sichere Bank. Aber Sie könnten auch als Hochschulstandort über Ihre eigene Stadt und Wacker hinaus sowas wie einen Pol entwickeln, der Ihnen mehr zubringt, als er abgeben muss. Oder der eben eine Rolle spielt, der Sie dann wirklich zu einem Wissenschaftsstandort macht. Und natürlich, was Sie haben, ist, ich gehe da später nochmal rein auf die Studenten und was das für die Altstadt bedeutet. Wie bin ich in der Zeit? Ja, ich bin auch, ne? Sie haben gleichzeitig natürlich das, was gemacht, als alle machen. Sie haben eine Burg, Sie haben Tourismus und Sie haben sich, finde ich, sehr gut darauf konzentriert, im Sinne von, wir machen den Tourismus, den man heute auch so macht, virtuell, mit den Wegeführungen, mit Kultur verknüpft. Das ist schon... Das Jazzfestival haben Sie schon lange, das ist aus einer anderen Situation insgesamt entstanden, aber das alles in der Burg mit dem Tourismus und so weiter zusammen mit einem Kulturstandort als Wirtschaftsfaktor, das ist es nämlich auch, auch wenn er eure Steuern kostet, bringt er sehr wohl was ein. Das ist da meiner Ansicht ziemlich rund. Was nicht rund ist, ist wie die Burg in der Wegeführung und wie sonst in diese Art von zukünftigen Tourismus, der immer älter wird, der leider auch immer schneller sein muss, weil da kommen eben jetzt Leute, die haben nur 14 Tage Jahresurlaub, Amerikaner, Asiaten, und die haben einfach ein anderes Verhältnis zu so einer Burg, als sie hier haben. Da geht das schneller, muss man also nicht, das Ganze, da kann man natürlich noch nacharbeiten, aber insgesamt ist das schon großartig. Und jetzt kommt es, Sie können noch mehr machen auf der Basis. Und zwar, Sie können anfangen, das habe ich angedeutet bei der Hochschulfrage, selber eine regionale Kooperations- und Führungsrolle als Stadt zu übernehmen. Führung hören die Nachbarn nicht gerne, das ist immer so. Die sagen, Moment mal, also das wollen wir nicht, aber Kooperation in Bereichen zum Beispiel der Chemiedreieck Logistik, die ja nur wirklich mehrere Gemeinden betrifft, Kooperation im Sinne Humankapital, Ausbildung für die bestehende Industrie hier, aber auch beim Tourismus, wenn man mal so weiterdenkt über die Stadt hinaus und sieht die Salzach und dann sieht man eben bis Salzburg und dann sieht man diese Stadtland-Flusslandschaft, die dazwischen ist, auch da ist die Möglichkeit regional, auch wenn es schwierig wird, vielleicht viele Jahre dauern wird, sowas wie eine regionale Kooperation hinzukriegen, und das stärkt kleinere Städte. Eigensinn, Intelligenz und regionale Kooperation.
das ist das, wo Sie in den nächsten 25 bis 30 Jahren weiter daran arbeiten müssen, womöglich noch länger, weil diese Kooperation ist nach wie vor schwierig. Die einzelnen kleineren Gemeinden, obwohl sie alle gleiche Probleme haben, kooperieren weniger wie die riesigen Städte. Es gibt the Big 40. Es gibt die 40 größten Städte der Welt, die wundervoll kooperieren. Aber die vielen Kleinen, die teilweise unter ihnen leiden, nein, die kriegen es einfach nicht gebacken. Das heißt, diese Art von Strategie, um sich ihren Standort insgesamt zu sichern, halte ich für sehr, sehr wichtig. So, bewahren und erneuern. Ist das okay noch? Ich habe Sie nicht da aus Versehen, dass Sie mit meiner Leidenschaft an dieses Gerät gekommen geht, ja? Bewahren und erneuern ist das Grundproblem, was Sie immer wieder lösen müssen. Wenn Sie sich also der Welt stellen, Sie sich öffnen, wenn Sie den Weltmarkt sehr wohl sehen und schauen, wo Sie da stehen, dann haben Sie bei einer Stadt wie dieser, in der das Alte und das Neue in Altstadt und Neustadt unmittelbar, augenscheinlich und verbal gleich mitdefiniert ist, dann müssen Sie genau mit diesem Wechselverhältnis umgehen. Dabei möchte ich auch gerne noch Ihren See mit einbeziehen, weil der Blick von der Burg auf diesen See gehört in gewisser Weise zu der Burg. Der macht nochmal ein zusätzliches Element des gesamten Ensembles. Und der See ist etwas wie ein Treffpunkt für Sie, habe ich gemerkt. Also die Oberstädter, Neustädter, die jüngeren Leute segeln mit dem Fahrrad ein in die Burg, parken oben, rasen dann runter zu Fuß, gehen schwimmen, wieder hoch, weil es offensichtlich der kürzere Weg ist. Auf jeden Fall ist das so ein Ort, der mit der Burg und mit allem auch sowas wie eine Art Identifikationsgegenstand ist. Ja? Sowas wie unsere Burg. Wie gesagt, es ist nicht Ihre Burg, aber vielleicht kriegen Sie es ja nochmal hin, dass es Ihre wird. Aber beim See ist es offensichtlich der Fall. So, wenn Sie also diese Art von Alt-Neu ihr als zu Ihrem wesentlichen Thema machen, im Sinne von, wir wollen voran, aber wir wollen das Alte nicht verlieren, wir wollen uns trotzdem für das Neue öffnen. Das klingt jetzt erstmal sehr floskelhaft, aber praktisch ist das ein enormes Problem. Dann müssen Sie auch mit den Neubürgern lernen umzugehen. Die Neubürger sind nämlich die Studenten, die jetzt kommen. Die kommen jetzt noch aus der Region, sie kommen womöglich demnächst aus anderen Regionen. Sie brauchen Platz, sie müssen wohnen. Und jetzt kommt es, sie sind ein bisschen anders im Kopf als Sie hier. Sie sind halt Studenten und haben etwas andere urbane Bedürfnisse. Und diese Leute sind dann, haben wahrscheinlich dann, wenn sie erstmal die Altstadt begriffen haben und auch in den Grüben begriffen haben, da könnte ein Prozess entstehen, in dem sie neue Dauergäste bekommen, die auch in ihren See. War ich übrigens gestern auch. War so heiß, ich bin einfach reingesprungen, ist ja toll bei Ihrem See. Man kann einfach vorbeifahren, reinspringen, wieder raus, weiterfahren. Ganz, ganz herrliches, kleines, schönes Erlebnis mit dem Blick auf diese Burg. Diese Leute bleiben länger als ich, diese jungen Leute, und haben Zukunft im Kopf. So, und die Menschen in ihre Stadt einzubinden, einschließlich derer, die eventuell als ihre Lehrer und Lehrenden hier hinzukommen, die auch einen etwas anderen Kopf haben insgesamt, das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, es gibt ja so eine Art Arbeitsteilung hier. Ja? Wir haben eine Neustadt und wir haben eine Altstadt. Und wenn wir ehrlich sind, jetzt komme ich nebenbei auch auf das Shopping Mall. Das war unvermeidlich. Das, wie auch immer Sie das jetzt sehen, ich will es aus der Sicht der Arbeitsteilung sehen und des Einzelhandels. Es ist so, dass die Neustadt, was die Versorgung betrifft, schon deswegen eine Eigenstellungsmerkmal und eine Arbeitsteilungsmerkmal hat, weil die Einheiten des Einzelhandels nicht mehr in der Altstadt überhaupt im klassischen Versorgungsmarkt untergebracht werden können. Nicht mal was die inhabergeführten Geschäfte betrifft. Aber was da an unmittelbarer Orientierung am Tourismus ist, und das zum Teil eben auch, was Kleidung betrifft, sehr wohl kompatibel mit dem Normalkonsum hier in der Stadt. Das ist da unten sehr wohl möglich und es ist vor allen Dingen von den Räumlichkeiten, die ja spezielle Größen haben, aber auch Ausstrahlung und Aura, eine Art von Angebot und Einzelhandel möglich, den man heute szeneaffin oder was auch immer nennt. Einfach Sachen, die man sonst so nicht sieht, die kleinere Einheiten brauchen, weil sie klein anfangen. Aber wenn sie sich dann weiterentwickeln, dann muss über den Denkmalschutz,
dann müssen Sie über den Denkmalschutz in dieser Stadt nochmal neu nachdenken. Denkmalschutz ist eine Sache im Sinne von bewahren. Denkmalschutz wird dann schräg, wenn niemand mehr in die Altstadt ziehen kann, weil er nicht mal irgendwo ein Dach ausbauen darf. Ich sage es Ihnen so. Es wird schwierig, wenn Leute kommen, die Licht brauchen, Start-ups zum Beispiel, Leute, die irgendwie natürlich mehr Licht brauchen, als die Altstadt ihnen jemals bieten kann, dann können die natürlich, und das wäre jetzt die Arbeitsteilung, ein Start-up würde gut zu der Universität und oben zur Neustadt passen, auch von der Architektur. Aber ein Szenelokal oder aber auch ein Arbeitsraum für Studenten oder was auch immer, das würde sehr wohl nach unten passen. Und da werden eben auch neue Anforderungen gestellt. Und dem müssen sich die Denkmalschützer in dieser Stadt, wo auch immer sie herkommen, stellen. Ich kann das nur so, kann ich Ihnen nur so sagen, dass sie kommen nicht umhin. So, wie viele Minuten habe ich noch? Eine halbe Stunde? Oder sind Sie, ich bin gleich durch. Also, wenn Sie noch etwas Geduld haben, okay. Ich habe jetzt den öffentlichen, ich habe die Genehmigung, das zu Ende zu bringen. Ich danke Ihnen. So, wenn wir also das haben, dass wir über Altes und Neues neu nachdenken müssen, wenn wir eine neue Balance suchen, und eine neue Balance heißt am Anfang auch Ungleichgewichte, Debatten, Schwierigkeiten. Das Ziel muss eine neue Balance sein. Also einfach darauf abzufahren, dass der Tourismus alles bietet und wir dafür alles machen müssen, das kann man an Tourismusstädten sehen, die völlig überlaufen sind, dass das nicht gut ist. Weder für die Bewohner noch für die Touristen. Also das Dosieren ist und die neue Balance ist ganz entscheidend. Und es gibt noch was anderes, was auch entscheidend ist. Und damit will ich schließen und Sie in gewisser Weise auch provozieren oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Der Tourismus hat eine stärkere Weltorientierung, das ist ganz klar. Und er will sich auch über die Region hinaus vermarkten. Ähnlich wie ein Wacker-Konzern, der hier mal klein angefangen ist und mit dem Gedanken, dass er nicht so klein bleiben will, sich gesteigert hat zu ihrer aller Vorteil, weil es gab mehr Arbeitsplätze, mehr Geld, mehr Steuern und so weiter. Also wenn Sie vorwärts denken und sagen, okay, wir wollen, und das ist Ihre Entscheidung, wir wollen ein Statement setzen. Ein Statement in unserer Stadt zwischen alt und neu. Ein Statement, wo alle drüber reden, ehe wir überhaupt angefangen haben. Weil wir wollen, dass sie alle drüber reden. Weil wir wollen, dass sie kommen. Dann müssen sie sich trauen, ein spektakuläres Architekturprojekt in ihrer Altstadt zuzulassen. Oder sagen wir mal so, fangen Sie damit an, einen Wettbewerb zuzulassen, in der Sie bestimmte Vorgaben geben. Bessere Erreichbarkeit der Burg, ne, wie jetzt auch immer, das kann auch ein Aufzug sein. Wobei Aufzüge heutzutage als Architekturelemente, wenn man sie wirklich von guten Leuten macht, nicht so aussehen wie der, wobei der hier vorne auch ganz nett ist, sondern sie müssen einen Weg finden und Vorgaben geben, wo gute Leute aus der Region und weit darüber hinaus sagen, das ist ein spannendes Thema, so eine Burg nicht kaputt zu machen, so einen See zu schonen, aber trotzdem funktional für die Stadt, den direkten Weg von oben nach unten, für alle, die es schnell haben wollen, für alle, die jeden Tag rennen müssen, für alle Touristen, die sich nicht mehr so bewegen können, dann könnte die Gruppen jetzt aufzählen. Wenn Sie das haben wollen, lassen Sie Leute darüber nachdenken und haben Sie den Mut, so einen Wettbewerb zu machen, dann können Sie immer noch entscheiden, ob Sie es am Ende wollen. Wenn Sie nämlich Alternativen haben, können Sie auch entscheiden. Und Sie müssen natürlich dafür Bündnispartner haben, weil ihre Burgverwaltung ist ja die Wiederkehr der alten Burgherren, nur in der verbeamteten Fassung. Also die sind, während die Ritter weg waren mit der Rüstung, kommen die mit einer ganz anderen Rüstung auf sie zu. Die haben auch eine Rüstung an. Die lassen sie nicht an sie heran und haben das Gefühl, dass ihnen die Burg selber gehört. Das genau müssen sie versuchen zu verändern, indem sie eine andere Gruppe, nämlich die Firma Wacker, die natürlich als Weltkonzern sich stärker als Familie nach München orientiert, die können jetzt von denen nicht verlangen, dass die sich jetzt alle hier aufhalten. Das geht nicht. Dass man in der Verbindung, dass auch diese Firma Wacker sagt, okay, so ein Zeichen, sowas, so ein Wagnis, da gehen wir mit ein, wir zahlen den Wettbewerb mit und wir werden in München mal schauen, ob wir den mal vorsichtig andeuten, dass uns das wichtig ist.
Und zwar, wir sind für Bayern wichtig, ja, das wissen Sie doch alle, würde ich dann sagen. Wir wollen wirklich gerne in Bayern bleiben, sogar wirklich gerne in Burghausen. Aber Sie müssen als bayerische Landesregierung auch mal in Burghausen dann etwas entgegenkommen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.